Darf man die AfD hassen? Die Antwort darauf lautet ja, allerdings mit einem großen Aber hinten dran. Nicht erst seit vorgestern wird die selbsternannte Alternative für Deutschland heiß diskutiert, wie beispielsweise hier im Bundestag. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Auch unter Freunden und Familien wird sie heiß diskutiert. Der eine mag sie, der andere vielleicht eher nicht. Und zum Jahresende 2020 holt jetzt der Nationalspieler, der deutsche Nationalspieler und FC Bayern-Spieler Leon Goretzka noch einmal zum Schlag gegen die AfD aus. In einem Interview nämlich gegenüber der Welt am Sonntag sagte er unter anderem: Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland. Viele würden dieser Aussage vermutlich zustimmen. Man muss sich aber auch mal vor Augen halten, dass bei der Bundestagswahl 2017 ungefähr 5,9 Millionen Menschen in Deutschland die AfD wählten. Das sind bzw. waren ungefähr 1,7 Millionen mehr Stimmen, als die Grünen damals bekommen haben. Und wenn ich in diesem Video, in dieser Analyse und auch in diesem Kommentar auf die Frage, darf man die AfD eigentlich hassen, antworte, dann habe ich dabei vor allem auch die Menschen im Auge, die diese Partei wählten. Also, lasst uns loslegen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe MyTristian Crew. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und noch einmal vorweg, das hier ist eine persönliche Analyse. Das heißt, hier wird auch Meinung drin sein. Ihr könnt mir jetzt aber eure Meinung schon mal unten in den Kommentaren sagen. Darf man eurer Meinung nach die AfD hassen? Ja oder nein? Eure Meinung mal jetzt unten in die Kommentare. Jetzt aber nochmal zurück zu Leon Goretzka, denn der hat sich einmal mehr gegen die AfD ausgesprochen. Und das war nicht das erste Mal, dass sich der 25-Jährige politisch sozusagen äußert. Und das ist bei Spitzensportlern eher selten. Entweder sagen Spitzensportler nämlich gar nichts politisch, oder sie machen es zum Beispiel wie Sebastian Vettel, der beim Grand Prix der Türkei 2020 eine Regenbogenflagge auf seinem Helm trug, wo auch noch drauf stand Together as One, zusammen mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die auf diesem Helm aufgedruckt waren. Auf die Frage, was dieses Design für eine Bedeutung hat, blieb Vettel selbst politisch ziemlich vage und sagte, dass das Design für sich sprechen würde und dabei sollte man es jetzt erst einmal belassen. Umso überraschender ist es dann, wenn sich Sportler wie beispielsweise Özil oder Goretzka politisch äußern. Beispielsweise jetzt gegenüber der AfD, denn auf einmal sind diese Sportler nicht mehr neutral, sie sind nicht mehr unparteiisch und sie sind auch nicht mehr unpolitisch für die Menschen, die sie sportlich anfeuern. Und das sind dann eben auch Menschen, die aus ganz vielen unterschiedlichen politischen Richtungen kommen, aus ganz vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kommen. Auf einmal haben sie also eine politische Meinung, was sie vermutlich so oder so haben, nur jetzt eben öffentlich. Und Leon Goretzka hat sich ja in der Vergangenheit schon öfter gegen Rassismus ausgesprochen. Und in dem Interview gegenüber der Welt am Sonntag sagte er jetzt auch, dass er von AfD-Anhängern angefeindet wird. Ohne jetzt die AfD konkret zu erwähnen, postete Leon Goretzka auf Instagram auch ein Bild zusammen mit der KZ-Überlebenden Margot Friedländer und beschrieb so ein bisschen das, was sie ihm erzählte. Zum Beispiel forderte er auch, dass jede Schulklasse ein KZ besuchen solle und dass man dieses Thema einfach nicht vergessen lassen sollte. Und da bin ich, muss ich zugeben, im letzten Punkt auch auf jeden Fall seiner Meinung. Denn dieses Thema muss man immer und immer wieder besprechen. Denn die Menschen, die es wirklich hautnah leider miterleben mussten, wie zum Beispiel Margot Friedländer, die werden langsam aber sicher leider verschwinden. Und so ist es wichtig, dass wir die Geschichte eben immer weitertragen und auch an Menschen weitertragen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Thema haben. So oder so, AfD-Anhänger oder Menschen, die politisch in eine ähnliche Richtung gehen, feinden Leon Goretzka an. Und zwar nicht erst seit gestern. Übrigens ein Phänomen, was ich leider Tag ein, Tag aus auch miterleben muss, was dann übrigens auch seinen Höhepunkt fand in einer ziemlich krassen Drohung, die ich Anfang des Jahres bekommen habe. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das findet ihr hier oben im i auch nochmal verlinkt. Und bevor ihr mich falsch versteht, vor allem diejenigen, die vielleicht auch die AfD unterstützen oder AfD-Sympathisant sind oder AfD-Wähler sind, mir ist auch durchaus bewusst, das sehe ich ja auch immer in meiner Community hier unten, dass es auch Leute gibt, die die AfD gut finden, aber trotzdem sachlich und respektvoll miteinander diskutieren können. Nichtsdestotrotz ist es zweitens aber darüber hinaus auch spannend zu sehen, dass die AfD und ihre Politiker beispielsweise oft sagen, unsere Meinung wird unterdrückt, wir haben hier keine Meinungsfreiheit, wir wollen sagen, was wir sagen wollen, gleichzeitig dann aber andere Statements unterdrücken oder Leon Goretzka beispielsweise mit seinen politischen Ansichten als naiv oder unwissend beispielsweise bezeichnen. Und solche Vorwürfe kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Denn selbst wenn Leon Goretzka politisch gesehen nicht absolut in die Tiefe geht und vielleicht auch an der Oberfläche bleibt,
er geht gegen Rassismus vor oder spricht sich gegen Rassismus aus. Und an dieser Botschaft etwas Negatives auszusetzen, halte ich dann doch für schwierig. Aber was ist nun mit der Frage, darf man die AfD eigentlich hassen? Zugegeben, ich finde nicht, dass man diese Frage so einfach beantworten kann. Zumindest sehe ich das so als Journalist und Redakteur, wenn man so möchte. Denn es gibt ein paar Punkte, die man vielleicht dann doch im Hinterkopf behalten sollte. Denn auf der einen Seite denke ich schon, dass man Parteien durchaus hassen darf und auch kann, wie die AfD oder eben auch die CDU, Stichwort Artikel 17, aber auch die Grünen. Man darf jede Partei hassen. Es ist ja am Ende auch ein Ideenstreit, ja, eine Ideenauseinandersetzung, ein Ideenkonflikt, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Es muss einem nicht gefallen, was eine Partei tut, aber man sollte gleichzeitig auch nicht die Menschen vergessen, die eine Partei wählen und die dann auch in einen Topf schmeißen. Beispielsweise sagte Leon Goretzka auch, dass die AfD in Teilen aus Holocaust-Verharmlosern bestehen würde. Und es ist einfach, dass dieser Schluss auf alle AfD-Wähler jetzt zutreffen würde. Und ich glaube, das ist nicht so. Auch verschiedene Studien haben gezeigt, dass nicht alle in der AfD oder nicht alle AfD-Wähler rechtsextrem beispielsweise sind. Ich habe euch dazu übrigens auch mal hier oben im Ian-Video von Mr. Wissen to go verlinkt, der euch auch nochmal erklärt, wie sich AfD-Wähler eigentlich zusammensetzen. Beispielsweise haben viele AfD-Wähler Angst, sozial abzurutschen. Und übrigens sind auch viele AfD-Wähler, vor allem im Osten von Deutschland, auch jung. Jünger, als man denken würde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass viele AfD-Wähler oder einige AfD-Wähler nationalistische Ansichten haben. Aber mal so eine ganz grundsätzliche Frage: Was hilft nicht, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Was hilft nicht, um Menschen beispielsweise von demokratischen Prinzipien zu überzeugen? Richtig, Hass und Blockade. Irgendwann redet man nicht miteinander, irgendwann spaltet sich die Gesellschaft, irgendwann spaltet sie sich so sehr, dass man es nicht mehr zusammennähen kann. Vielleicht kennt ihr auch so Beispiele beispielsweise aus eurer Familie, wenn es zum Beispiel um Corona geht. Und vielleicht hat man dann irgendwann Verhältnisse wie in den USA, wo sich zwei Seiten gegenüberstehen und Menschen gegenüberstehen, die sich mehr bekriegen als die Parteioberhäupter sozusagen. Was ich auf jeden Fall damit sagen will, ist, dass Aussagen wie von Leon Goretzka eine Gratwanderung ist. Klar kann er das sagen, er hat Meinungsfreiheit, das ist sein absolutes Recht und er darf auch Hass auf die AfD haben. Keine Frage. Und ja, man kann und soll und muss und darf auch auf Politiker Wut haben. Aber wir müssen darüber hinaus einen Weg finden, wie wir alle trotzdem im Gespräch bleiben, wie wir alle im Ideenaustausch bleiben, sodass am Ende die Demokratie davon profitiert. Ich finde, dass man auch im Bundestag oft ganz gute Beispiele dafür findet, wie Politiker aus unterschiedlichen Parteien auch auf die Argumente der anderen Parteien eingehen. Da gibt es auch Negativbeispiele, auf jeden Fall, aber manchmal gibt es da eben auch einen konstruktiven Streit. Beispielsweise streitet man sich aktuell auch über das sogenannte Lieferkettengesetz, um Nachhaltigkeit in Produkten, die von deutschen Unternehmen produziert werden, im Ausland. Übrigens habe ich genau dazu erst vor kurzem ein Video online gestellt, was unfassbar aufwendig war zu produzieren und worauf ich unglaublich stolz auch bin, weil es bildlich meiner Meinung nach toll gemacht ist und weil es euch auch inhaltlich zeigt, dass wir vielleicht mit auch unseren Technikgeräten ein bisschen nachhaltiger umgehen sollten. Aber ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Video. Und hier oben im i ist es auch verlinkt, also schaut es euch unbedingt an. Nachhaltig und fair einkaufen in einer unfassbar globalisierten Welt. Ganz ehrlich, ich finde das manchmal richtig anstrengend. Ich will das schon, ja, keine Frage, aber es kostet Zeit und Nerven. Ich wette, euch geht das manchmal ähnlich. Uns muss klar sein, dass der Spielspaß, den wir haben mit diesen Kästen hier oder auch unsere Unterhaltung auf dem Laptop oder auch das ständige Musikhören auf unserem Smartphone, dass wir das vor allem auch den Leuten aus der Demokratischen Republik Kongo zu verdanken haben. Fungamwaka, eine Mine im Osten des Kongos. Diese Männer arbeiten, damit wir telefonieren können. Und da wir alle immer mehr Technik in unserem Leben haben und auch haben wollen, strecken die Tech-Unternehmen, aber auch Autobauer, Stichwort Elektroautos, sozusagen ihre Fühler und Greifer nach diesem Coltan aus. Das heißt, der Bedarf nach Coltan, der steigt. Und damit wir besser nachvollziehen können, woher ein Unternehmen ein Produkt zum Beispiel bezieht oder wie die Arbeitsbedingungen sind oder waren, will die Bundesregierung jetzt ein sogenanntes Lieferkettengesetz auf den Weg bringen. Denn ich bin für das Lieferkettengesetz und wir haben das auch sowohl im Koalitionsvertrag verabredet, aber wir haben es auch natürlich jetzt in Angriff genommen. Soweit also dazu. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen jetzt auch erst einmal besinnliche Feiertage. Kommt ein wenig zur Ruhe und vielleicht findet ihr auch mit euren Familien auch
und trotz Corona zusammen und vielleicht kann man die ein oder andere Streitigkeit vielleicht doch beiseite legen und versuchen zusammenzufinden, obwohl man andere Ideen hat und obwohl man sich in manchen Dingen doch sehr stark unterscheidet. Hier findet ihr jetzt außerdem nochmal mein Video zum Thema Nachhaltigkeit verlinkt. Klickt da unbedingt drauf und schaut euch das an. Und hier findet ihr noch ein Video von Rebecca, einer YouTube-Kollegin und Freundin, die über die nervige Frage nach ihrer Herkunft spricht. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.